Abstiegskampf im Preußenstadion. Der BFC Preußen empfängt zum 28. Spieltag der Berlin-Liga den FSV Berolina Stralau. Die Gastgeber auf einem direkten Abstiegsplatz. Das soll sich heute ändern. Trainer Johann Geider möchte den Umbruch schaffen gegen Stralau, die mit ihrem Trainer Detlef Schneider auch noch nicht aus dem Schneider sind. Denn auch sie trennen nur wenige Punkte von einem Abstiegsplatz. Der BFC in den schwarzen Trikots von links nach rechts mit einem Freistoß von Gliszynski gut reingebracht. Aber Torwart Sebastian Posnin im Tor der Beroliner gefordert, aber nicht überfordert. Das Spiel generell passend zum Abstiegskampf. Es ist keine hohe Qualität, es ist fahrig, es gibt wenige Chancen. Eine davon haben wir Ihnen mal rausgesucht. Es ist ein Eckball von der linken Seite. Gute Abnahme in der Mitte und da verpassen sie den Ball. Paul-Herbert Hoheisel ärgert sich, dass er da nicht mehr rankommt. Da hat er noch versucht, den irgendwie reinzuhechten in das Tor von Yannick Lüdke. Die Gäste zeigen darauf hin, warum sie bislang 49 Gegentreffer in dieser Saison kassiert haben. Das Angriffsspiel wenig zielführend und konteranfällig, wie es im Lehrbuch beschrieben ist. Von Gliszynski, weiter Ball. Und den müsste die Abwehr eigentlich haben, aber dem geht sie viel zu wenig nach. Ismaili kann sich viel zu gut durchsetzen. Klasse Doppelpass und dann muss Scholz nur noch abstauben. 1:0 für den BFC Preußen. Nico Scholz, sein überhaupt erster Treffer. Er kann sich darüber freuen. Von Gliszynski hat das gut vorbereitet. Von der rechten Seite, aber auch natürlich dieser klasse Ball von Ismaili. Die ganze Abwehr ausgehebelt mit diesem Ball und dann ist das nur noch Formsache und die ist offensichtlich vorhanden. Zweite Halbzeit beginnt wieder mit den Gästen. Freistoßmöglichkeit und die ist tatsächlich mal ansatzweise gefährlich. Detlef Schneider mit etwas Motivationshilfe zur Pause und Paul-Herbert Hoheisel hat das versucht umzusetzen. Es klappte nur bedingt. Dann wieder die Gastgeber, die nicht wirklich attackiert werden. Starker Lauf von Stahlberg bis in den Strafraum rein und da ist das 2:0. Wieder Nico Scholz, der heute einfach richtig steht. Und so darf man dieses Tor natürlich nicht zulassen. Super Vorarbeit von Magnus Stahlberg, der die Lücke erkennt und vor allem auch merkt, dass man bei Berolina so ein bisschen schläft. Und dann geht er bis auf die Grundlinie, der Pass fast nicht mehr zu verteidigen und Nico Scholz, der muss ihn nur noch machen. Wieder der BFC von Gliszynski, toller Ball auf Ismaili, aber den müssen sie eigentlich irgendwie da festkriegen. Einer läuft hinterher, jetzt laufen zwei hinterher, drei Mann kann er ausschalten und fast wäre Sebastian Posnin einer von ihnen gewesen. Das war eine super Leistung von Exxon Ismaili, aber den hätte er machen müssen. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Scholz macht ein super Spiel. Wieder auf Ismaili. Ismaili! 3:0. Unfassbar, wie sie ihn da laufen lassen. Was für Freiheiten sie ihm geben. Und das macht er technisch ganz fein. Ein Wunder, dass niemand, aber auch gar niemand, irgendwie dazwischen kommen kann. Exxon Ismaili, er düpiert die gesamte Beroliner Abwehr. Es ist eine desaströse Leistung. Wir sind inzwischen in der 90. Minute und die Gäste bekommen tatsächlich mal die Chance zu antworten auf einen Konter. Jetzt hat der BFC das Berolina-Syndrom und tatsächlich den Anschlusstreffer. Es ist nur Kosmetik. Das wissen sie und das weiß auch Tom Jonach. Deswegen der Jubel mehr als verhalten. Bereits eine Minute in der Nachspielzeit. Das alles ist jetzt nicht mehr so wichtig. Natürlich war das schön gemacht von ihm. Klasse Abschluss, der Ball mit ein bisschen Effet im Kasten untergebracht. Aber das ist dem BFC nicht genug. Tutic im Doppelpass, super gespielt. Benjamin Tutic! Klasse gemacht. Es symbolisiert noch einmal, wie leicht er da durchkam. Aber ein schöner Treffer für den Mann mit der Nummer 10. Wir schauen nochmal auf die Szene, auf das Tor. Klasse Doppelpass mit dem hervorragenden Scholz, der damit an allen vier Treffern beteiligt ist. Und den muss er dann am Ende nur noch machen gegen Posnin. Stralau verliert am Ende verdient mit 1:4 und ist damit näher an den Abstiegsplatz herangerückt. Der BFC Preußen auf einem 17. Tabellenplatz. Er könnte die Abstiegsmisere bald verhindern.
Ich denke mal, dass am Ende das Ergebnis klar geht mit dem 4-1. Was mich ärgert, ist trotzdem das Gegentor. Ich finde, die Jungs haben sich heute verdient. Also sie haben eine lange Durchstrecke hinter sich. Die haben 4 Spiele jetzt hintereinander verloren. Und wir sind stark abstiegsgefährdet. Und natürlich wollen wir die Klasse halten unbedingt. Und ich hoffe, dass es heute ein Anfang war. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.